May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International, die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborn Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchten. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Bugle aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborn behauptet, Oscorp arbeitet mit den Behörden an einem Antiserum, blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig. Spider-Man, die schlimmsten Ausbrecher aus dem Raft belagern unsere Polizeireviere. Meine Männer brauchen deine Hilfe. Sofort. Verschaff dir Überblick in Midtown, dann erzähle ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist es Octavius? Nein, zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschurke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Captain. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Yuri, Rhino ist unterwegs. Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Danke, Spider-Man! Hilf jetzt bei den anderen Barrikaden! Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Ein Dach sauber. Die Stadt wird untergehen, Spinne. Und zwar jetzt. Pazifizierung eingeleitet. An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Rechtsbrecher werden pazifiziert. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Ah!
Schön, dich zu sehen, Spinne. Weißt du noch, wie du mich eingebracht hast? So viel zu Sables Flughundshow. Jetzt zu den restlichen Verbrechern aus Rikers. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Ich will jetzt zum Park und mich um Electro kümmern. Ich melde mich dann. Gut, ich sag meinen Männern, dass du kommst. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Sträflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Noch vier dieser Burschen. Fertig? Noch drei! Mann, Electros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren lahmzulegen. Wer macht sowas? Gut, noch zwei! Nur noch einer! Der letzte Trafo, der die Polizei festsetzt, hängt an dem Helikopter. Wow. Ich wette, das ist das allererste Mal, dass jemand diese Wörter in dieser Reihenfolge sagt. Wie haben Sie den... Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Okay, Yuri, beide Reviere sind sicher. Ich bin jetzt erstmal raus. Melde dich, wenn irgendwas ist. Mache ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Peter, Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete, Tempo! Hier ist ein Notausgang, der... MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten! Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe! May! May! Hier! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! So weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes...
Engel! Na los, May, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Au, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist... nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob... still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ, Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich revanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Hey, MJ, was gibt's? Alles okay? Ja, ich gehe gerade aus Cops Akten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry in Staten Island waren? Wegen der besten Pizza der Stadt? Ja. 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Wie könnte ich das vergessen? Diese alten Oscorp-Akten haben mich irgendwie an die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Fähre. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwenden. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja, es ist hart, erwachsen zu sein. Aber unsere Arbeit sorgt dafür, dass andere Kids auch Abenteuer auf Staten Island erleben können. In Sicherheit. Kreislauf des Lebens. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. So sollte man das wohl sehen. Danke, Pete.
Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Oskorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst den Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen,
mein Freund. Electro steht voll unter Strom. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. UV-Licht. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls aus Korb. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Icarus, das ist es! Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne! MJ, hey! Pete, bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn das Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar. Wie Spider-Man zu töten. Leben, Max. Wie immer. Er ist betäubt. Das ist meine Chance. Kann ihn treffen, wenn ich auf den Transformator schieße. Dran. Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fehde endet heute, Insekt! Fehde?
Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. Ich muss dich vernichten. Super! Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüffend, wie weit man mit Teamwork kommen kann. Was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung. Eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Schnell noch. Dass ich nur mit dir spiele, oder? Ich will ja nicht umkönnen, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Hier ist dein letzter Walzer. Halt still! Nicht so schnell! Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt.
Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen.